Und weiter geht's mit einer weiteren Runde Coden lernen mit du, Martina, und jetzt auch mit mir. Wir wollen uns heute den Kontrollstrukturen widmen und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, moin moin, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben auch Martina zugeschaltet. Moin. Wupp wupp, guten Morgen. Moin, da ist sie. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben es in der zweiten Folge geschafft. Yay! Ja, yes, saugeil. Nee, freut mich mega. Auf jeden Fall. Das ist total cool, dass wir das geschafft haben. Es war nicht so ganz sicher, ob das so ankommt, aber eure Kommentare haben ja für sich gesprochen. Das sah sehr cool aus. Ich habe mir sehr viele Kommentare durchgelesen und ihr scheint sehr, sehr glücklich mit dem Format zu sein, bis auf die übliche Diskussion der Programmiersprachen. Aber mir hat das auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht. Martina, wie war es für dich die erste Folge? Ja, ich muss echt zugeben, dass ich mega aufgeregt war, weil neue Leute in der Community, das ist ja immer so eine Sache. Und ich habe mich so gefreut, wie ihr mich aufgenommen habt. Und die Kritik war auch super lieb und super cool. Es war konstruktiv, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Ich fand es auch cool, die Diskussion mit der Programmiersprache. Klar, da gibt es andere Threads dafür. Kann man jederzeit irgendwie sagen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man sagt, JavaScript ist für viele Anwendungsfälle nicht gut. Aber das stimmt auch. Also ich bin super begeistert, vielen lieben Dank für das Feedback und ich versuche und hoffe, dass ich das meiste Feedback, was ich jetzt bekommen habe, auch umsetzen kann. Mega, mega cool. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön. Welchen Themen wollen wir uns denn heute eigentlich widmen? Ich habe es eben schon mal so leicht angeteasert. Genau, ich würde gerne einen kurzen noch einen Überblick nochmal geben, was wir das letzte Mal natürlich gemacht haben, auch für dich, Tobi. Dann natürlich auch, wir sind letztes Mal auf ein Problem gestoßen. Wir hatten einen Taschenrechner, kleiner Spoiler-Alert, wir hatten einen kleinen Taschenrechner und wir wollten dadurch Null teilen und man darf nicht durch Null teilen. Da gibt es so gewisse Kontrollstrukturen zu überlegen, wie man vielleicht Werte abprüfen kann, bevor man irgendeinen Code ausführt und dann natürlich weiteren Kontrollstrukturen, wie zum Beispiel, dass ich etwas 50 Mal ausführen möchte. Bevor ich aber dazu komme, Tobi, würde mich auch interessieren, wie bist du eigentlich zur Informatik gekommen? Oha. Das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ich habe damals ganz, ganz lange Zeit her. Es gab ein MMORPG namens Ragnarok Online. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute das hören. Ich habe den Chat hier offen, deswegen, falls ich mich gleich nochmal umdrehe. Mit dem Spiel habe ich damals angefangen zu programmieren, in der so halblegalen Szene, könnte man vielleicht nennen. Aber letztendlich war es der Anfang, weil ich da einfach an dem Serverkram ein bisschen rumgebastelt habe. Dann ging es quasi weiter. Also angefangen irgendwie dann mit C und dann doch irgendwie in die PHP-Schiene nochmal abgerutscht. Ich glaube, wie fast jeder irgendwann in seinem Leben mal. Und dann habe ich irgendwann 2010 oder so mit Node angefangen. Da war das quasi noch die super hippe neue Technologie. Weil JavaScript konnte man halt, wenn man Webentwicklung gemacht hat, sowieso vorher schon. Und dann ging das quasi alles so ein bisschen seinen Weg. Das war eigentlich ganz cool. Ich habe dann 2010 eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Ich hatte keinen Bock auf ein Studium. Für mich war das irgendwie mehr dieses, ich möchte mehr praktisch machen und Studium hat für mich nicht dafür gestanden. Kann ich verstehen. Genau, und dann nach der Ausbildung noch ein bisschen Auftragsprogrammierung gemacht und dann jetzt seit inzwischen drei Jahren, ein Viertel oder so bei Rocket Beans. Ja, mega cool. Ich finde es auch sehr cool, was du gerade gesagt hast mit der Praxisnähe, weil es gab auch viel Kommentare im Sinne von, dass man halt vielleicht erstmal gewisse Theorie lernen muss, bevor man mit Programmierung einsteigen kann. Was ich aber definitiv sagen kann, also ich bin ja, wer mich nicht kennt, für alle neu Zugeschalteten da draußen, ich bin Martina, ich bin eine sogenannte Google Developer Expertin für Web-Technologien. Das bedeutet aber nicht, dass ich für Google arbeite. Ich darf nur im Namen von Google auftreten und über Produkte von Google reden, weil mir das sehr viel Spaß macht und ich dann Communities auch vertreten bin. Und ich kenne sehr viele wichtige Persönlichkeiten und viele von denen haben noch nicht mal Informatik studiert. Die haben Physik studiert, die haben irgendwie Jura studiert und das sind Quereinsteiger gewesen. Die haben gar nichts mit Informatik zu tun gehabt. Was auch als Ansporn für euch da draußen gelten soll, ich kenne nämlich genauso viele Leute, die haben mit 45 oder mit 50 erst ihre Programmierkarriere gestartet und sind jetzt ziemlich erfolgreich und sind auf Konferenzen unterwegs und rocken die Stage. Das heißt, jedes Alter, jede Frau, jeder Mann, jeder alles kann Programmierung lernen. Und genau deshalb sind wir hier und das wollen wir euch definitiv auch vermitteln und beibringen.
Ja, gerade bei mir ist es ja so, dass ich 2002 halt angefangen habe mit der Programmierung und es hat mir halt niemand gezeigt. Es gab keine Theorie, gar nichts. Das war so, hier ist Code und irgendwie kann man da so, ich habe mir halt Dinge von anderen Menschen angeguckt und herausgefunden, warum es funktioniert. Und irgendwie so habe ich das gelernt, schlussendlich. Ja. Und das ist nicht der einfachste Weg, es zu lernen, das möchte ich auch nicht sagen. Deswegen machen wir zum Beispiel auch diese Videoreihe, weil das relativ straightforward ist, wenn man jemanden hat, der einem das erklärt. Aber schlussendlich beibringen kann man sich das auch selbst, indem man nur Code anguckt und versucht, ihn zu verstehen, was dort denn eigentlich passiert. Definitiv. Und eine große Frage, die auch immer aufkam, ist, was ist der beste Weg, um mit Programmierung anzufangen? Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil es jeder lernt anders. Für mich, ich habe immer schon, ich liebe Bücher, ich lese gerne, aber wenn es zu Programmierung kommt, dann mag ich es nicht, elendlange Artikel zu lesen oder Dokumentation. Und ich bin dann eher so jemand, ich suche mir irgendeine coole Challenge und dann fange ich einfach an, die zu programmieren. Und wenn ich auf ein Problem stoße, dann fange ich einfach an. Also dann lese ich mir erst was durch. Stack Overflow. zum Beispiel, es ist so eine Webseite, da findet man halt ziemlich viele. Das sind immer eine Frage und Antworten von Entwickler und für Entwickler, was ziemlich cool ist. Das andere jedoch mögen es einfach Videotutorials zu suchen und zu lesen. Deshalb ist es immer schwierig an sich so. Findet einfach euren Weg und ich hoffe, dass das, was wir machen, euch gefallen wird. Und Tobi, du hast auch gerade angesprochen mit dieser Videoreihe. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr was dazu erzählen, was wir hier, wie lange das noch geht oder wie der aktuelle Stand ist, weil ja doch sehr viele gefragt haben, bitte, bitte macht es weiter und führt es fort. Ja, also schlussendlich ist es so, dass wir diese Reihe jetzt erst noch ein bisschen weiterführen wollen. Wir wollen gucken, dass wir zu einem schönen Abschluss kommen. Und ob es dann weitergeht, sehen wir quasi einfach an den Kommentaren von euch. Wenn ihr da Bock drauf habt, das sind ja immer eher die Randslots, die wir dann haben. Aber das ist für mich völlig cool, denn man kann das als VOD ja nachholen. Die Randslots, die wir haben. Und da funktioniert es tatsächlich schon ein bisschen besser, ein bisschen mehr Sendezeit bekommen. Und für mich ist es so, dass das Format cool ist. Und wir müssen einfach gucken, wie es halt weitergeht. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen, die Basics zu lernen und dann, wie wir quasi in das nächste eigene große Projekt gehen, schauen wir dann einfach. Ja, perfekt. Dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein, was wir das letzte Mal gemacht haben. Dass du auch auf dem neuesten Stand bist, Tobi? Ja. Jo. Die Kamera ist es. Ich war mir gerade nicht sicher, in welche Kamera ich gucken muss. Ich habe ja zum Glück nur eine, aber selbst das kriege ich noch nicht mal hin. Ja, alles gut. Genau, für alle, wie gesagt, neuen Leute da draußen, wir haben im Forum, habe ich auch einen kleinen Link gepostet, der den aktuellen letzten Stand letztendlich widerspiegelt. Wir haben da mal was vorbereitet, ne? Da haben wir doch mal was vorbereitet. Na, da schauen wir mal, was wir da vorbereitet haben. Wäre jetzt so traurig, wenn meine Bauchbinde falsch angelegt worden war von mir. Sind doch Pro. Trust me, I'm an engineer. Ist immer der. Ja, so muss das auch irgendwie funktionieren, hoffentlich. Genau, da könnt ihr, wie gesagt, kurz im Forum schauen oder bald kommt auch bestimmt die Bauchbinde. Da ist einfach kurz die Datei, die wir schon haben. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Ja, ich sehe sie schon, die Bauchbinde, sehr cool. Genau, was haben wir da letztes Mal gemacht? Ich habe ein bisschen erklärt, was ist eine Programmiersprache? Blöd, dass der Computer leider kein Mensch versteht, sondern nur eins und Nullern. Das macht alles ein bisschen komplizierter. Aber möchtest du wirklich einen ganzen Tag den Computer sprachlich mitteilen, was er tun soll? Das stelle ich mir furchtbar anstrengend vor. Haben wir nicht Alexa dafür? Ich glaube, das funktioniert noch nicht so ganz. Nee, tatsächlich nicht. Und lustigerweise ist das ja auch genau das Problem, weil Alexa oder solche andere Sprachaufnahmetools funktionieren ja auch nur mit Keywörtern. Die hören zum Beispiel Spiel, das Lied auf Plattform. Und das sind die Keywörter. Alexa versteht keine menschliche Sprache oder andere. Das sind immer nur Keywörter. Und genau das ist das Problem, was wir haben, mit dem Computer zu reden. Wir müssen Keywörter finden. Und Programmiersprachen bieten eben diese Keywörter an. Einfach weil es am einfachsten ist mit JavaScript, haben wir mit JavaScript angefangen. Und ich habe euch gezeigt letztes Mal, wie wir in unserem Code-Editor, dessen URL auch im Forum steht, Visual Studio Code heißt der, haben wir eine Datei angelegt mit einer Dateiendung .dot, also .js. JS steht hierbei für JavaScript und dadurch weiß mein Visual Studio Code,
dieser Code-Editor direkt, dass es sich um diese Programmiersprache handelt. Wenn wir zum Beispiel jetzt C++ programmieren würden, würde die Dateiendung .cpp sein oder .c für die Programmiersprache C. Genau, und deshalb weiß der Code-Editor direkt, welche Programmiersprache es sich handelt und bietet uns Unterstützung. Genau. Man kann definitiv auch mit anderen Editoren arbeiten. Was war dein erster Editor? Mein erster Editor? Ja, bei Doom habe ich es ja schon mitbekommen. Das war ganz interessant. Notepad, ja. Es war bei mir wirklich Notepad, keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt war, denn dann kam das Borland-Ding, die lustige Borland-IDE, falls sie den auch kennt. Nee. Also für C gab es das Ding ja auch und ja. Irgendwann kam dann Visual Studio. Das war dann die Erleichterung, aber die alten Teile waren jetzt. Nee. Ah, okay. Mhm. Ich rede ja noch, ich bin noch bei so 2005. Ja, ja. Da war dann Visual Studio angesagt. Dann kam irgendwann, ich glaube, PHP Storm dazu, als ich meine PHP-Zeit hatte. Und dann kam jetzt vor 7 Jahren oder so VS Code dazu. Ja, mega cool. Tatsächlich, ich muss zugeben, in meinem professionellen Umfeld arbeite ich nicht mit Visual Studio Code, sondern mit WebStorm. Das ist eine andere IDE, einen anderen Code-Editor. Aber Visual Studio Code ist halt kostenlos und super toll. Also mir gefällt es auch mega. Genau, wir brauchen solche, wenn man mit so Notepad oder Notepad++ arbeitet, ist ja immer nur so ein Texteditor. Und da bekommt man wenig bis gar keine Unterstützung von, was ist jetzt richtiger Syntax. Und das habe ich zu Doom auch letztes Mal schon gesagt. Ich habe Respekt vor jedem, der so gestartet hat, weil das ist echt interessant. Ja, aber man fängt halt irgendwie dann doch so an. Womit hast du denn angefangen als erstes? Ich glaube auch, es war auch bei mir Notepad++ und bin dann rübergegangen. Irgendwann kam Sublime war vor Atom. Und dann irgendwann bin ich halt bei WebStorm dann geblieben. Genau. Ganz wichtig, ich lese den Chat sehr aktiv mit. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was gerade passiert, weil ihr was nicht versteht oder, schreibt das einfach rein. Ich habe schon die ersten zwei Fragen, nämlich steckt da nicht ein Fehler drin in erster Zahl? Die erste Zeile. Und das zweite, wird das auch auf YouTube veröffentlicht oder auf Twitch einsehbar sein? Also ja, wir veröffentlichen das natürlich auf YouTube. Einfach in dem Let's Play und Streams-Kanal schauen. Ihr Adleraugen, tatsächlich ist mir das auch aufgefallen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ist mir auch aufgefallen und das müssen wir, das werden wir definitiv gleich ändern. Aber lass uns erstmal ganz kurz, also sehr gut auf jeden Fall, muss ich sofort ändern. Das ist wichtig. Lass uns aber erstmal ganz kurz nochmal angucken, was wir letztes Mal gemacht haben. Ja. Wir haben nämlich diesen Console-Log-Befehl kennengelernt. Mhm. Was macht er nochmal, Tobi? Also wenn ich mich nicht ganz irre, dann sollte er etwas in der Konsole ausgeben. Ganz genau. Und diese Konsole finden wir ja hier unten in diesem Terminal, wenn wir uns noch dran erinnern. Wir hatten ja letztes Mal, um ein Programm auszuführen, haben wir diese Software, die dieses JavaScript in Maschinencode übersetzt, aufgerufen. Und damit, wir müssen halt diese JavaScript-Datei, die wir aufrufen wollen, übersetzen wollen, ausführen wollen, eben mit übergeben. Das heißt, letztes Mal haben wir immer so mit Node und dann dieser Dateiname dieses Programm ausgeführt. Und jedes Mal, wenn wir dann Enter drücken, kam halt unsere Log, unsere Eingaben, die wir halt hier übergeben haben, letztendlich. Wir haben dahingehend angefangen, einen Taschenrechner zu implementieren. Einen Taschenrechner zu implementieren mit sogenannten Subprogrammen. Subprogramm finde ich immer interessant als Äquivalent für, wie es eigentlich heißt, eine Funktion. Hast du eine bessere Erklärung, Tobi? Ich habe es damals unter Subroutine gelernt, aber keine Ahnung, das ist super schwierig zu erklären. Es kapselt halt bestimmte Stellen an Code, die man wohlmöglich wiederverwenden möchte. Genau, Wiederverwendbarkeit. Und Wiederverwendbarkeit ist gerade was Programmierung angeht, sehr, sehr wichtig. Genau deswegen haben wir auch sogenannte Variablen kennengelernt. Eben, dass wir, wenn wir irgendwie Zahlen speichern wollen oder immer wieder denselben Wert immer wieder und immer wieder aufrufen wollen, halt eben einen sogenannten Platzhalter dafür haben, also so eine Schublade irgendwo in unserem PC, wo wir die Schublade rausnehmen können und die Zahl rausnehmen können. Da starten wir jetzt auch mal gleich, weil ich habe euch noch ein paar Sachen verschwiegen. Ich möchte gerade noch mal, bevor wir nämlich zu Kontrollstrukturen gehen, noch mal kurz einen Schritt zurückgeben. Denn was ich hier angelegt habe,
Ich spule es mal ganz kurz hier. Was ich hier angelegt habe, sind zwei Variablen, wie wir schon gesagt haben. Ich ändere das jetzt mal sofort, dass es korrekt ist. Danke für den Hinweis. Deshalb ist auch Pair-Programming sehr wichtig. Also immer zu zweit auf dem Code schon, weil ich mach oft genug Fehler. Ja, aber so Rechtschreibfehler, man kann ja hinterher noch ganz gut beheben wieder. Das funktioniert dann auch. So Logikfehler sind viel, viel schlimmer, weil dann darfst du alles neu machen. Aber Rechtschreibfehler geht ja immer noch. Das ist nicht so schwer zu beheben. Ich habe gerade in meinem uralten Source-Code, der hier so die ganze Kontrolle von der Regie macht, habe ich Casper mit E einmal geschrieben. Und das musste ich so an, ich weiß nicht wie vielen hunderten Stellen ändern. Das war mir sehr unangenehm. Das hat mich so sehr getriggert irgendwann, dass ich es ändern musste. Auch ein guter Hinweis, der ja letztes Mal kam, dass man normalerweise Funktionen und Variablennamen in Englisch hält, an sich. Genau deshalb, aber wir haben halt hier aus Beispielgründen oder einfach, weil es halt jetzt einfacher war zu verstehen, deutsche Namen genutzt. Aber sonst macht man natürlich englische Namen. So, Tobi, sagen dir Datentypen etwas? Natürlich sagen mir Datentypen etwas. Was möchtest du darüber wissen? Okay, was ist das? Kannst du mir den Datentyp dieser ersten und zweiten Zahl nennen? Das ist relativ einfach, weil es gibt quasi ja einen Unterschied zwischen Ganzzahlen oder Zeichenketten oder Kommazahlen. Und da wir an dieser Stelle ja sehen, erste Zahl ist gleich 4 und eine 4 ist eine Ganzzahl, ist das eine Zahl, eine Number. Und in diesem Fall, ja, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, ein Integer. Ganz genau, richtig. Und darauf will ich jetzt auch noch kurz hinaus, weil man kann, es ist immer wichtig zu wissen, was für einen sogenannten Datentyp eine Variable hat. Was meine ich damit? Tobi hat gerade schon von Zeichenketten geredet. Zeichenketten, wir erinnern uns vielleicht noch daran, letztes Mal habe ich doch in diesem Console-Log verschiedene komische Zeichen, also diese doppelten Anführungsstriche verwendet und gesagt, das ist eine Zeichenkette. Das kann ich hier genau auch hier so machen. Ich bin eine Zeichenkette. Genauso würde ich meine Variable natürlich nennen. Und dann eben, ihr seid die Besten. 1, 11. Jetzt ist es nämlich. Magst du das nochmal eine Zeile nach unten schieben? Dadurch, dass ich da drüber bin, sieht man nicht, was die letzte Zeit. Genau, jetzt sieht man es. Ja. Danke für den Hinweis, sehr gut. Sehr gut aufgepasst. Ich bin so froh, dass du dabei bist. Lügner. Nein. Genau, und so wie Tobi gerade gesagt hat, ist jetzt man nennt es Datentyp anders als der dieser Variablen. Man hat es gerade gesehen, wenn du es hoverst, dann sieht man das auch von einem Editor. Genau, ganz genau. Ja, ganz genau. Da komme ich vielleicht noch dazu. Und zwar, warum ist es wichtig, dass man Variablen mit Datentypen definiert? Die Sache ist, dass ich habe ja schon davon geredet, dass die sind Schubladen und die werden auf eurem PC gespeichert. Und da fällt mein Tobi, hast du mal in einer Programmiersprache gearbeitet, wo du selbst bestimmt hast, wo genau diese Schublade liegt? Ich habe C programmiert. Ja, C und Assembler. Es gibt nämlich Programmiersprachen, für alle, die es interessiert. Es gibt Programmiersprachen, wo man selbst sogar genau sagt, an welcher Stelle im Speicherort in eurem PC diese Variable liegt. Oh, ich muss jetzt einmal kurz Werbung für ein Projekt machen, ne? Ich habe das gerade auf YouTube gesehen. Ich habe leider keine Ahnung, wie er heißt. Das müsst ihr selbst herausfinden. Aber es gab einen Typen, oder es gibt einen Typen auf YouTube, der so richtig basic anfängt. Der hat quasi von dem C64 den CPU genommen und so einzelne Speicherchips und hat das auf einer Lochplatte zusammengebaut und erklärt genau, wie ein Prozessor funktioniert. Das ist Hammer. So geil einfach. Entschuldigung. Hammer, ja, das habe ich auch echt Respekt davor. Und weil ich gerade schon von Speicherplatz rede, ist es natürlich so, dass wir verschiedene Speichergrößen reservieren müssen. Also man sagt zum Beispiel, okay, eine Zahl, die speichere ich, wir nennen es jetzt mal in der Größe 4. Das sind Bits oder Bytes oder so heißt die Einheit dafür. Das ist jetzt aber eher irrelevant. Sagen wir mal, da werden jetzt 4 Einheiten dafür reserviert, dass diese Zahl dort gespeichert werden kann. Und es ist wichtig, damit euer Computer halt diesen Platz reserviert. Und irgendwann, vielleicht habt ihr das Phänomen auch schon mal gehabt, wenn ihr ja zu viel Sachen speichert auf eurem PC, dann wird er sehr langsam oder dann
geratet ihr vielleicht sogar in eurem Browser in so einer genannten Endlosschleife und irgendwann bleibt da einfach stecken, weil ihr zu viele solcher Variablen angelegt habt. Und damit man das ein bisschen besser unterscheiden kann, gibt es so gewisse Datentypen. Es gibt nämlich noch einen dritten Datentyp, Tobi, den hast du nicht genannt. Warte mal, wo waren wir? Wir haben eine Nummer, wir haben eine Zeichenkette. Möchtest du jetzt Objekt nehmen oder was ist es jetzt? Oder bist du mir noch bei Grund? Ich habe keine Ahnung, von welchem Datentyp gerade du sprichst. Ich kenne auch noch viel, viel mehr als die. Vielleicht 1 oder 0? Ach, ein Boolean, ja. Ah, genau, ja, es gibt nämlich noch. In meinem Kopf gingen gerade ganz viele C-Begriffe rum. Das war so. Scheiße. Wie damals in der Schule, wenn man aufgerufen wird. Ja. Oder wenn die Lehrerin eine Frage gestellt hat und alle gucken runter, bitte sprich mich nicht an. Ja, nee, so schlimm war es nicht, aber das ist ganz schwierig, wenn man, es gibt einfach so viele Datentypen in verschiedenen Sprachen und wenn man verschiedene Sprachen kann, dann ist so, oh fuck, was gibt's denn noch alles? Ja, definitiv. So, Vietnam-Flashback an dieser Stelle. kann ich mal ein paar Fragen noch dazwischen schmeißen? Ja, klar. Nee, lass uns erstmal den Bool machen, Entschuldigung. Ja, das ist genau, viel wichtiger. Es gibt nämlich einen Datentyp, der nennt sich Boolean. Der speichert nur zwei Zustände, true oder false. Und je nachdem, was für ein, und das ist sehr, sehr, also der Speicherplatz, der dafür reserviert wird, ist sehr, sehr klein. Ich könnte natürlich auch einfach einen Number-Datentyp nehmen und immer 1 oder 0 sagen. Aber für jede Number, sagen wir mal, werden 16 Einheiten gespeichert, vorreserviert gespeichert. Und für Boolean ist es halt nur eine Einheit. Und deshalb macht es Sinn zu sagen, okay, wenn ich nur so ein Toggle, also so 1-0, 1-0, true-false, speichern möchte, dann macht es Sinn, das auch als Boolean quasi zu aktivieren. Also ja, zu deklarieren. Das Fachwort nennt sich deklarieren. Genau, ich habe hier noch 4 Fragen aufgeschrieben. Die eine haben wir schon beantwortet, aber ich wollte sie trotzdem nochmal aufnehmen. Welchen Editor ist das? Also welchen Editor verwendet ihr? Genau, da findet ihr auch den Link im Forum. Ja. Dieser Code-Editor nennt sich Visual Studio Code. Ist, wenn ihr da googelt danach, also der Link steht auch im Forum drin, wenn ihr googelt danach, dann findet ihr den auch Visual Studio Code. Ist kostenlos verfügbar für alle, was sehr gut ist für alle Plattformen, für alle Betriebssysteme. Genau, dann die zweite Frage. Muss man Mathe können bei Informatik? Finde ich eine sehr hervorragende Frage. Ich kann sagen, ich kenne so viele sehr super, überdimensional gute Entwickler, die ständig durch Mathe-Klausuren durchgefallen sind. Hallo. Ich bin echt ganz schlecht in Mathe, aber Programmieren funktioniert irgendwie anders. Es ist halt so logisch denken, ja, Mathe auch, aber es funktioniert halt einfach anders. Man muss nicht so ein Zahlenverständnis haben. Wusstest du eigentlich, aus was Informatik zusammengesetzt ist, aus welchen Begriffen? Nee. Information und Mathematik. Informatik. Das ergibt total viel Sinn, wenn du das erzählst. Ja, das war damals. Das war damals so, aber mittlerweile. Ach, wisst ihr, irgendwann kommt man zu einem Punkt, dann programmiert man, make it happen, make it fast, make it good. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber programmiert einfach, wenn ihr fail early, fail often. Ich könnte lauter so Kalendersprüche rausbringen, aber probiert es einfach aus. Und macht's einfach. Also das klingt jetzt so blöd, aber ihr braucht nicht stundenlanges Informatiktheorie zu lernen. Ihr braucht nicht stundenlange Mathematik irgendwie zu studieren. Es hilft, weil Mathematik fördert das analytische Denken. Und es ist gut für die Informatik, wenn man so ein analytisches Denken hervorbringt. Aber ja, das heißt nicht nur, weil ihr schlecht in Mathe seid, dass ihr nicht programmieren könnt. Ja. Ganz ehrlich. Und ich bin auch ziemlich dagegen von immer diesen Leuten, die sagen, nee, du brauchst Mathematik, wenn du nicht gut in Mathematik bist, dann fang erst gar nicht an zu studieren. Ja. Wenn du etwas wirklich willst, dann erreichst du es auch. Genau. So, genug Kalendersprüche, weiter geht's. Warum denn 4 und 23? Sind das einfach Zufallszahlen? Genau, das hätte jetzt alles sein können. 23 war damals, glaube ich, einfach nur die Lieblingszahl von Doom. Und 4 ist eine Glückszahl. Meine Lieblingszahl ist 11. Und also nur Zufallszahlen, ich habe einfach irgendwelche, das hat nichts zu bedeuten gehabt, ich habe nur irgendwelche Zahlen reingeschrieben. Ich kann, wie gesagt, ich kann auch irgendwann später sogar diese Zahl überschreiben.
Oh mein Gott, was steht denn jetzt in erste Zahl drin in der Schublade? Also was liegt da drin? Da steht 12 drin. Aber dazu komme ich auch gleich noch ganz genau. Das ist nämlich eine sehr wichtige Frage, weil es gibt nämlich eine sogenannte Sichtbarkeit von Variablen. Und zwar ist es so, dass wenn ich jetzt hier einfach so zwei Variablen anlege, dann sind die überall in dieser gesamten Datei schon sichtbar. Also das heißt, ich kann jetzt so machen, also ich speichere das mal, immer speichern, bevor wir was ausführen natürlich. Wenn ich jetzt hier unten wieder die Zahl, ich tue das mal ganz kurz, auskommentieren. Wenn ich etwas auskommentiere, dann wird es nicht ausgeführt. Und ich kann etwas auskommentieren, indem ich zwei sogenannte Slashes einfüge. Was ist das deutsche Wort dafür, Tobi? Schrägstrich? Ah, danke. Also zumindest habe ich das sehr häufig gehört in irgendwelchen Fernsehsendungen, wenn sie sagen, keine Ahnung, tagesschau.de/Corona. Ja. Einmal mit Profis, geil, natürlich, Schrägstrich, oh mein Gott. Genau, deshalb würden wir jetzt mal einfach diese Zahl halt, ich habe die, das war ich ein bisschen zu schnell, tut mir leid, ich habe das jetzt auskommentiert und jetzt würde ich diese Zahl einfach mal schreiben lassen, also einfach mal wieder in das Terminal printen, ja, ausdrucken lassen. Also führen wir das mal aus. 12. Sehen wir, dass es 12 ist. Hm. Aber wir das haben doch oben erstmal 11 reingeschrieben, oder nicht? Richtig, aber dadurch, dass wir jetzt diese selbe Variable überschrieben haben mit einem neuen Wert, steht jetzt ein neuer Wert drin. Das heißt, die Schublade wird geöffnet, die 11 wird radiert und rausradiert. Und die neue Zahl kommt rein. Kann ich da jetzt auch addieren da drinne? Also kann ich jetzt, keine Ahnung, 12 plus erste Zahl schreiben? Na, try and error. Probieren wir es einfach mal aus. Was erwarte ich denn, was da jetzt rauskommt? Also ich glaube, was erwartest da müsste du, jetzt was da rauskommt? 23 rauskommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kopfrechnen. Probieren wir es einfach mal aus. 21. Ja! Guck, du bist gut in Mathe. Ja. Nee, was haben wir denn da jetzt eigentlich gemacht, da oben gerade? Ja, was haben wir eigentlich, genau, was haben wir eigentlich gerade gemacht? Ich habe die erste Zahl überschrieben und habe sogar, das wirkt jetzt ein bisschen seltsam, die erste Zahl, die wir eigentlich deklariert haben, sogar benutzt, um einen neuen Wert in diese Variable erste Zahl reinzuschreiben. Hui! Ganz schön wild. An der Stelle hier ist die erste Zahl noch, hat den Wert 11. Dann wird sie mit zu der 12 addiert und dann wird sie zur ersten Zahl reingeschrieben. Also es geht so von rechts nach links quasi. Man nennt das rechtsassoziativ, Fachwort. Oh. Einfach auch mal ein bisschen Fachwörter rumzuschmeißen. Mhm. Genau, das nennt sich rechtsassoziativ. So, jetzt mache ich mal etwas anderes, weil ich von so einem Scoping geredet habe. Und jetzt kommen wir nämlich auch noch zum zweiten Punkt, was ich das letzte Mal verschwiegen habe, nämlich zu diesen geschweiften Klammern. Diese geschweiften Klammern, dafür definiere ich mal ganz kurz eine neue Funktion. Die nenne ich jetzt einfach Test, weil ich will nur etwas zeigen. Ich will euch nur etwas zeigen, wie das funktioniert. Sobald ich diese zwei geschweiften Klammern aufmache, ist die Sichtbarkeit einer Variable anders. Und Variablen, die ich hier definiere, sind nur innerhalb von den zwei Blöcken sichtbar. So, wenn du das verstanden hast, Tobi, kannst du mir sagen, was ist deine Lieblingszahl, Tobi? Ich habe keine. Ich mag Primzahlen. Aber große Primzahlen, sehr große, die passen da nicht rein. Ja. Ich wünsche, das ist bestimmt eine Primzahl, vor allen Dingen, weil sie mit der 2 endet. Ja, unter Garantie. Wie war das? Mathematik. Genau. Was glaubst du, was jetzt passiert, wenn ich hier jetzt mal einfach auch diese erste Zahl wieder hier reinschreiben lasse? Was glaubst du, was hier passiert? Also ich glaube, dass dann da 548 Milliarden, egal. Ich glaube, ich habe eine Null vergessen. Das halt, das, was du sagst. Ja, genau. Und
was passiert jetzt hier? Also hier logge ich dir auch, also hier will ich dir auch rausschreiben. Also da das nicht innerhalb dieser geschweiften Klammern ist, von denen du erzählt hast, würde ich davon ausgehen, dass dann dort weiterhin die 23 kommt. Gewagte These. Ich glaube auch. Dann müssen wir natürlich die Funktion erst aufrufen, dass sie auch natürlich aufgerufen wird. Okay, probieren wir es mal aus. Also du sagst die 5 Milliarden und so weiter, ein paar zerquetschte, und die 23. Ja. Verrückt, du hast recht. Verdammt. Man könnte meinen, ich habe 18 Jahre Erfahrung im Programmieren. Warum ist das so? Na, diese geschweiften Klammern sorgen immer dafür, dass alles, was in diesen geschweiften Klammern ist, für sich behalten wird. Ich kann das gar nicht so richtig geil erklären, aber dafür habe ich ja dich. schlussendlich ist es so, dass alles, was in geschweiften Klammern deklariert wurde, auch nur innerhalb der geschweiften Klammern gültig ist. Ganz genau. Und eine Sache, die wir hier noch beleuchten müssen, ist, dass man eigentlich nicht Variablen mit demselben Namen nochmal deklarieren darf. Das heißt, ich darf nicht sowas machen wie jetzt nochmal diese erste Zahl zu deklarieren mit einem anderen Wert. Das darf man in der Regel nicht, weil jetzt in derselben Sichtbarkeitsstufe, man nennt es Scoping, der Fachbegriff ist auch hier Scoping, also in derselben Sichtbarkeit, weiß jetzt nicht natürlich der Ausführer, der Übersetzer, welche von beiden willst du denn jetzt eigentlich, was willst du denn jetzt gerade von mir? Deshalb, Variablennamen ist noch immer in ihrem Sichtbarkeitsblock, eindeutig wo sein. Wie auch immer ihr den definiert habt, gleich, also unique sein, also eindeutig sein. Ja. Es kam auch als Kommentar letztes Mal, habe ich gesehen, und das habe ich auch vergessen, vollkommen richtig zu erwähnen. Variablennamen müssen eindeutig sein. Das ist wirklich wie eine ID, wie so eine Schublade, da ist die Zahl drin. Genau. Das funktioniert hier, weil wir in diesem Block sind, also in diesem in den geschweiften Klammern drin sind. Ja, genau. Gibt es da jetzt eigentlich einen Fehler aus? Ich bin mir dabei JavaScript nicht so sicher. Lassen wir das. Okay. also warum wir gerade so machen, die Sache ist, dass JavaScript viel zulässt, was gewisse Programmiersprachen nicht tun und was gut ist, dass diese Programmiersprachen das nicht tun. Aber das wird jetzt zu weit gehen. Es ist nicht gut, macht das. Ich weiß, dass JavaScript das zulässt und ich weiß, dass wahrscheinlich jetzt viele sagen werden, ja, deshalb ist JavaScript nicht gut. Ja, ja. Aber wie meine Mutter immer sagt, nur weil man Dinge tun kann, sollte man sie nicht tun. Genau, hier schreibt auch jemand, man darf immer alles in jeder Programmiersprache, man sollte es noch nicht tun. Ja, es gibt perfekt, sowas wie Best Practices. Meine Rede. Ganz genau. Okay. Soweit dazu. Ich werde mal ganz kurz das wieder ein bisschen aufräumen, weil ja, wir wollen ja jetzt, wir hatten ja letztes Mal das Problem, ich tue mal ganz kurz, das war jetzt nur zu Erklärungszwecken noch ein bisschen, ja, weil wir letztes Mal nicht genug Zeit dafür hatten. So. Oh, das Leerzeichen triggert mich. An solchen Stellen habe ich OCD. Das ist ganz schlimm. Alles bei gut, mir. Ja, stimmt auch. Alles gut. Genau, das heißt, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben bei der Ausführung gesehen, wir wollten durch Null teilen. Und wie letztes Mal schon gesagt, nur Chuck Norris kann durch Null teilen. Puh. Witz. Und JavaScript hat jetzt so ein Verhalten, dass es einfach sowas ausgibt wie Infinity. Was natürlich ein bisschen seltsam ist. Bevor ich jetzt dazu komme, gab es noch weitere Fragen im Chat, Tobi? Nur noch eine Scherzfrage, wie man sich jetzt damit ins Pentagon hackt, zum Beispiel. Oder dass du oben Semikolon vergessen hast. Das wurde auch Oh Gott, das ist halt so geil. Ich finde euch so cool. Ja. Aber ansonsten nein. ja, danke für den Hinweis, wo wir auch gleich wieder bei den Semikolons sind. Warum macht man die Semikolons? Die Sache ist, dass später, wenn man das ausführt, im Webbrowser oder wo auch immer, eben das Ganze so hintereinander steht quasi. Also das wird so zusammen, die ganzen Whitespaces, Leerzeichen, alles wird weggelöscht und weggeschrieben.
Und wenn ich jetzt nicht einen Identifier habe für hier ist ein Statement, eine Aussage beendet, wie zum Beispiel, gebe mir die erste plus die zweite zurück, dann könnte das zu Fehler führen, weil mein Ausführgerät, Ausführsoftware halt einfach nicht weiß, wo ist dein Statement jetzt zu Ende? Also genau. Vollkommen richtig. Man muss. Es gibt Programmiersprachen, wo Semikolons nicht, wo die optional sind, aber man muss. Sonst bei jedem Semikolon, das ihr nicht setzt, stirbt eine kleine Katze. Und ich meine das ernst, es stirbt eine kleine Katze. Und wir wollen keine Katzen sterben lassen. Genau. Okay. Harte Aussage. Harte Aussage. Ja, hier bin ich ein bisschen opinionated, es tut mir leid. Mhm. Zu Recht. Genau. Also, dann habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, wie wäre es, wenn wir irgendwie sowas haben wie, hey, wenn halt diese, wenn diese zweite Zahl halt 0 ist, dann mach halt was anderes. Was sollen wir machen, wenn die Zahl 0 ist? Wie wäre es, wenn wir eine Ausgabe machen, dass das so nicht funktioniert? Bist du deppert? ja, vielleicht sowas in die Richtung. Also ich meine nicht du, Tobi, ich meine jetzt gerade, wir können die Ausgabe... Ich meine, die Ausgabe kann so sein. Sowas. Ich war gerade kurz verwirrt. Was? Was? Nee, ja, alles gut. Nein, Quatsch. Ich meinte nur, die Ausgabe könnte natürlich sowas sein wie natürlich. Genau. Also, gehen wir wieder in unsere Funktion rein, Division. Und hier muss an dieser Stelle jetzt was passieren. Wir müssen jetzt sowas schreiben. Wir müssen jetzt sowas herausfinden wie, okay, wenn die zweite Zahl, ich schreibe das jetzt erstmal in Menschensprache hin, wenn die zweite Zahl gleich 0 ist, dann schreibe was hin. So, das wäre die Menschensprache. Mhm. Jetzt ist es so, dass wenn ist auch relativ einfach schon übersetzt in ein Keyword, das ist das if-Keyword. If. Und jetzt innerhalb dieses if-Keywords schreibe ich in Klammern die Bedingung rein, also die Überprüfung rein. Also zum Beispiel, wenn zweite Zahl gleich 0, dann schreibe was hin, ja. Genau, also würde jetzt das was reinkommen, also müsste ich hier rein jetzt etwas formulieren wie zweite Zahl gleich 0. Ja. Und die zweite Zahl ist ja zweite. Und das und 0 ist hier. Und dann gibt es dieses gleich ist natürlich, man könnte jetzt natürlich meinen, es ist das hier. Nicht ganz. Wollen wir mal zeigen, was dann passiert? Wollen wir mal zeigen, was passiert? Was passiert denn dann? Also schreibt doch mal, ist gleich 11 rein oder so, dann sieht man das besser. Gleich 11 und soll ich diese zweite ausprinten lassen oder was möchtest du? Nö, wir können das einfach mal so ausführen, so wie es jetzt gerade ist. So? Ja. Okay. Ha! Warum kommt da nicht mehr Infinity raus? Das ist eine interessante Frage. Warum kommt da nicht mehr Infinity raus? Was glaubst du? Ich glaube, dass ein ist gleich immer eine Zuweisung ist und zwei ist gleich ein Vergleich. Ja, sehr gut. Genau. Wir haben dieses eine ist gleich auch schon gesehen. Erinnerst du dich? Ja, ganz oben, ganz häufig. Ganz genau, hier oben. Das ist eine Zuweisung. Und deshalb können wir dasselbe einfache Ist-Gleichheitszeichen nicht nochmal verwenden, um halt eine Gleichheit zu überprüfen. Ja. Der Einfachheit halber sagen wir jetzt, für die, die es wissen, was ich meine, in der Einfachheit halber sagen wir jetzt, es gibt ein zweifaches Gleichheitszeichen hier in JavaScript, um zu überprüfen, ob jetzt diese zweite Zahl eben eine andere Zahl ist, die wir hier angeben. Und das wollen wir ja sagen, ist 0. Hier oder? Wird gefragt, ist zweite Zahl ist die zweite Zahl auch 11 oder ist die noch 23? Ich glaube, das hattest du zurückgemacht. Die ist wieder oben, ne? Okay, ganz kurz. Entschuldigung, das, ja. Nee, die Frage ist berechtigt. Dann war ich wahrscheinlich zu schnell, das wollte ich nur damit sagen. Hm. Und zwar bezieht sich hier diese zweite Zahl nicht mehr auf die hier oben. Die heißt auch anders, ne? Die heißt auch anders.
Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, es tut mir leid, dann war ich wahrscheinlich etwas zu schnell. Diese zweite hier kommt ja rein. Oh, ich würde sagen, da ist das Internet der guten Martina weg. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Ich versuche das mal so ein bisschen zu... Oh, ich guck zur Seite. Ich versuche das mal so ein bisschen mit euren Fragen zu überbrücken. Also man hat das ja eben ganz gut gesehen. Aber ich bin wieder da, glaube ich. Als... ja, wir gucken gleich mal, ob sie wieder da ist. Wir haben ja oben... Ich bin, glaube ich, wieder da, oder? Weiß ich nicht. Liebe Regie? Sorry. Hervorragend. Tut mir leid, ich weiß nicht, was passiert ist. Jo, aber ich auch nicht. Mein Rechner ist auch gerade ein bisschen ausgeflippt, aber jo, alles gut. Cool. Ich wollte doch nur durch Null teilen, das tut mir so leid. Nee, genau. Das eine heißt ja zweite und das oben heißt zweite Zahl. Ganz genau. Also wir, genau, was wo wir jetzt gerade waren. Wir hatten ja hier diese Division hier. Das war eine sogenannte Subroutine. Genau. Und diese Subroutine, sorry, du hast dich gerade nicht bewegt, deshalb war ich gerade kurz schockiert, dass ich wieder weg war. Tu doch sowas nicht. Genau, hampel mal ein bisschen sein. genau. Und diese zweite Zahl hier, die kommt von hier unten rein. Das heißt, wir rufen ja diese Funktion auf, dieses Subprogramm. Das heißt, die erste... Ja, und da ist sie wieder raus. Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn sie Internetprobleme hat. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Was sie erzählen wollte, ist, wir haben oben das ja einmal deklariert außerhalb der Subroutine und unten noch einmal deklariert innerhalb der Subroutine. Und deswegen funktioniert das anders. Das sah ja auch ganz anders aus. Ich kann jetzt leider nicht überbrücken mit Source Code, weil auf diesem Rechner ehrlich gesagt kein Visual Studio Code drauf ist. Sonst würde ich das einfach jetzt selbst übernehmen. Aber ich kann mich ja noch euren Fragen einmal widmen. Und dafür drehe ich mich einmal um, in der Hoffnung, dass die Regie auf diese Kamera schaltet. Sonst sieht das total komisch aus von der Seite. Ja, danke. So. Genau. Was haben wir denn noch für Operatoren? Wir können das ja einfach mal durchgehen. Wir hatten eben das ist gleich und es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die wir haben können. Ich frag mal richtig dumm, liebe Regie, können wir diesen Rechner abgreifen? Ist das machbar? Geil! Das ist ja jetzt komplette Improvisation, weil wir das überhaupt nicht vorbereitet haben. Ich habe hier keinen Editor drauf, ich habe hier einen Texteditor drauf, mehr ist das gar nicht. Aber wir improvisieren jetzt einfach, das ist ja gar kein Problem. Wir hatten ja eben, ich glaube, let erste Zahl ist gleich 11, let zweite Zahl ist gleich 9, ich glaube, es 4 war es, ne? Genau. Und dann hatten wir eine Funktion. Uppala. Diese Tastatur. Hilfe. Dann hatten wir eine Funktion, die hieß, glaube ich, dividieren mit der ersten. Hä? Auf der 8 ist ein Malzeichen und auf... ich glaube, ich habe eine plötzlich englische Tastatur. Dividieren. So, Zahl. Dann hatten wir die erste Zahl. Erste. Und dann hatten wir zweite, I guess. Und dann ging es quasi weiter. Wir wollten jetzt gucken, ob die zweite Zahl... Ja, Alt-Shift gedrückt. Entschuldigung, ich bin gerade komplett im Improvisationsmodus. Ihr seht auch den Chat im Hintergrund noch durchrattern. Hallo YouTube. Und dann hatten wir quasi einen Return. Erste geteilt durch zweite. Das war der Ausgangszustand. Dann hatten wir dividieren erste, zweite. Nein, Entschuldigung. Hatten wir, keine Ahnung, sowas wie 11 und 0 da drin. So. Das ist der Stand, den wir hatten. Pi mal Daumen. Es waren etwas andere Zahlen. Und jetzt wollten wir gerade eben überprüfen, ob die zweite Zahl gleich 0 ist. So, dafür hatten wir eben if, das war diese Kontrollstruktur, von der wir gesprochen haben. Und dann kam ja diese Anweisung, die Martine eben geschrieben hatte. Wenn die zweite Zahl, also zweite gleich, wir wollen nicht zuweisen, ganz wichtig, wir wollen vergleichen, gleich 0 und dann wollten wir etwas tun. Und was euch jetzt eventuell sofort auffällt, ist, dass wir hier geschweifte Klammern hatten bei der Funktion, über die hatten wir gesprochen. Und dass wir hier noch einmal geschweifte Klammern haben bei dem if. Und die funktionieren exakt gleich. Wir haben hier jetzt quasi wieder einen eigenen Block, den wir frei verwenden können, in dem wir Dinge machen können, die danach nicht weiter ausgeführt werden. So. Ja, tut mir leid, Notepad ist kacke, ich weiß. Das tut mir wirklich leid, aber ich kann das jetzt gerade einfach nicht ändern. Und danach wollten wir eine Ausgabe machen.
Wir kennen ja noch das Konsole-Log und da können wir jetzt ganz lustig sowas reinschreiben wie: Hey, du darfst auf keinen Fall durch Null teilen. Ausrufezeichen. Oder ein Return. Ganz wichtig. Und ich erkläre jetzt einmal relativ einfach, ich versuche jetzt einmal zu erklären, warum man das so tut. Erstmal, wir haben hier zweite ist gleich Null. Das heißt, das Programm fängt an, ruft diese Funktion auf. Dividieren mit 111 und als zweiten Parameter 0. Das heißt, in erste steht jetzt hier 111, in zweite steht 0. So. Und jetzt lassen wir den Computer etwas prüfen. Nämlich in diesem Fall, wenn, if, zweite gleich, ganz wichtig, nicht ein gleich, sondern zwei gleich mal Zeichen, gleich 0. Sehr simpel. Das heißt, wir überprüfen jetzt, ob die zweite gleich 0 ist. Und anschließend wird alles, was danach ist, ausgeführt. Wenn das wahr ist. Und jetzt habe ich ja diese geschweiften Klammern gemacht. Das heißt, wenn zweite gleich 0 ist, kommt als nächstes dieses Konsole.log. Sekunde, ich mache das jetzt mal im Hintergrund. Großartig. Dann darfst du auf gar keinen Fall durch 0 teilen. Sehr simpel. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich einmal testen. Dafür muss ich das leider einmal abspeichern. Und ey, dadurch, dass Martina jetzt weg ist, ist es die komplette Improvisation. Wir packen das einfach mal auf den Desktop, nennen das TestJS und dann installieren wir noch dieses Programm hier eben schnell. Node.js, gibt's alles eine Anleitung im Forum, ist total simpel. Muss nur leider darauf warten, dass dieser Next-Button jetzt kommt. Hoffentlich. Solange der Next-Button nicht da ist. Oh, er ist da. Sehr gut. Solange der Next-Button nicht da ist, dachte ich, gucke ich einmal kurz in Chat. Das brauchen wir alles nicht. JS-Viertel wird zum Testen auch reichen. Fuck. Auf die Idee hätte ich mal kommen sollen. Egal, jetzt habe ich Node quasi installiert. Genau, wir hatten eben noch eine Anmerkung von Fort Knox. Ich habe mir die hier oben gehighlightet. Die Kunst beim Programmieren ist es, klare, verständliche Aussagen zu formulieren. Es ist nicht anders wie bei anderen Sprachen. Verwirrende Sätze können dasselbe aussagen, aber sind nicht so verständlich. Das ist genau das, was wir meinten mit, ihr müsst so ein bisschen auf das Semikolon achten, sonst sterben kleine Kätzchen, sagt Martina. Und man muss so ein bisschen darauf achten, dass man bestimmte Dinge einhält. Ansonsten funktioniert das nämlich nicht ganz so gut. Jetzt gehen wir mal auf den Desktop. Öffnen wir eben eine Konsole. Node-test.js. Geil. Das ist jetzt so das schnellste Entwicklungsding, was ihr machen könnt. Ist gar nicht so cool. Man hat keine Erweiterung, man kann nichts machen. Aber wir sehen, hey, du darfst auf gar keinen Fall durch Null teilen. So. Jetzt stellt sich die Frage, warum funktioniert das? Wir haben ja hier immer noch dieses if und gucken, ob zweite gleich 0 ist und dann geben wir das aus. Aber warum wird das hier nicht auch noch gemacht? Ich glaube, hier war jetzt noch ein Konsole.log auf Tastaturen schreiben, die man nicht gewohnt ist. Das ist nicht geil beim Programmieren. Genau. Warum wird das hier denn nicht gemacht? Wenn ich das nochmal ausführe, kommt da jetzt undefined raus und keine Zahl. Und das liegt daran, dass wir hier ein Return geschrieben haben. Das ist quasi eine Möglichkeit, um aus einer Kontrollstruktur, gar keine Kontrollstruktur, um aus einer Funktion wieder auszuspringen. So, das wäre jetzt die Variante für faule Programmierer. Und ich würde behaupten, dass das die meisten auch so schreiben würden. Ich zeige euch jetzt aber noch eine zweite Variante, wie wir das umgehen können. Wenn wir das Return jetzt hier nicht hätten, also wenn wir dieses Return einfach weglassen, dann passiert Folgendes. Es wird erst, hey, du darfst auf gar keinen Fall durch Null teilen ausgeführt. Und anschließend kommt aber trotzdem noch das erste durch zweite. Deswegen kommt dann dieses Infinity hinterher. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das heißt, erst wird das hier oben ausgeführt. Und da es keinen Grund gibt, warum er nicht aufhören soll, das Programm weiter auszuführen, läuft er hier unten einfach weiter. Und danach macht er erste geteilt durch zweite. Das ist der einfache Grund. Wir könnten hier auch noch ein zweites Konsole-Log reinmachen. Hier wird es weiter ausgeführt. Könnt ihr nochmal ausführen und dann seht ihr, auf gar keinen Fall durch Null teilen. Meine Konsole ist Sekunde. Thema Improvisation. Stellen wir das mal auf UTF-8 um. Nächster Versuch. Jetzt ist auch die Umlaute richtig.
hey, du darfst auf gar keinen Fall durch Null teilen, danach hier wird weiter ausgeführt, Erste durch Zweite. Und das ist ja etwas, was wir in diesem Fall gar nicht wollen. Jetzt gibt es noch eine zweite Variante. Man kann das mit dem Return machen. Das heißt, wir brechen den Funktionsaufruf ab. Alles, was danach kommt, wird komplett ignoriert. Man springt wieder nach unten. Oder aber es gibt auch eine Variante, um ihnen zu sagen, hey, wenn das hier oben nicht zutrifft, also wenn zweite nicht gleich null ist, dann tue etwas. Und dafür ist dieses else. Else steht ja im Deutschen für ansonsten. Und hier können wir quasi sagen, okay, wenn die zweite Null ist, dann sage, hey, du darfst auf gar keinen Fall durch Null teilen. Ansonsten darfst du das ja, weil man kann ja nicht durch Null teilen, aber wir können ja trotzdem, sobald zweite eine andere Zahl ist, können wir das ja wieder teilen. So. Was glaubt ihr passiert jetzt, wenn ich dieses Programm so, wie es jetzt ist, ausführe? Ich gebe euch mal kurz 3-4 Sekunden Zeit, zu allem darüber nachzudenken. Okay, dann führen wir es einfach mal aus. Hey, du darfst auf gar keinen Fall durch Null teilen. Hier wird es weiter ausgeführt und undefined. Okay, warum passiert das? Wir haben hier oben dieses Console-Log und da fehlt das Return. Das heißt, er würde das hier ausführen. Das else ja nicht, weil es ist ja Null. Ansonsten kann er ja nicht ausführen, weil das ja Null ist. Und in dem Moment läuft das Programm hinter der geschweiften Klammer, nämlich hinter der hier, beziehungsweise in diesem Fall hinter der hier, einfach weiter. Deswegen, hey, du darfst auf gar keinen Fall durch Null teilen und anschließend dieses Console-Log, hier wird es weiter ausgeführt. Das ist auch genau das, was passiert. Wir haben nämlich dieses If und da fehlt quasi einfach wieder dieses Return. Wenn ich das da reinschreibe, dann sollte wieder nur, hey, du darfst auf gar keinen Fall durch Null teilen, ausgegeben. Und das hier unten wird niemals erreicht werden. Das hier kann nicht mehr erreicht werden. Das ist quasi unmöglich. Denn ich sage in dem ersten Fall, springe zurück, return. Und ich sage in dem zweiten Fall, springe auch zurück. Das hier kann niemals ausgeführt werden. Das kann jetzt nicht mehr passieren. So, dann können wir es auch quasi weglöschen. Und jetzt können wir auch dieses Return hier wegmachen, weil braucht ja keiner Mensch mehr. So. Plupp. Es ist exakt das gleiche Resultat, was wir haben. So. Klar gefällt uns das. Hervorragend. Genau. Wenn ihr nicht wisst, was ein Console.log ist, schaut euch die erste Folge an. Die ist bei YouTube drin. Da wird das alles ganz hervorragend von der Martina erklärt. Da hat sie auch keinen Ausfall in dem Moment. Das wird schon. Ich mache mal ein bisschen größer. Ich glaube, dann kann man das besser erkennen. So. Okay, wir haben jetzt also gelernt, wie wir ein erstes If haben, gucken dann quasi, ob zweite gleich null ist und dann sagen wir, ey, du darfst das nicht machen, du kannst so nicht teilen, das funktioniert nicht, das darf der Computer nicht ausführen. Und ansonsten dividiere das einfach. Sehr einfach. Bevor wir zu der Hausaufgabe gehen können, muss ich leider noch eine Kleinigkeit beibringen. Wir hatten ja eben hier vorhin die Zeichenkette. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, nicht die Eichenkette, bitte die Zeichenkette. Und hier stand ein ganz toller Satz. Oh. Ich mache noch 2 Minuten Regie, dann bin ich durch. Wir machen jetzt einfach mal, der Einfachheit halber, schreiben wir mal Hallo hier rein. Das ist auch eine Zeichenkette. Es sind nämlich 5 Buchstaben und damit ist es eine Zeichenkette. Ich muss in die Hausaufgabe erklären. So, wir können mit dem ist gleich nicht nur auf Zahlen prüfen, sondern wir können auch Zeichenketten vergleichen. Das heißt, if, haben wir eben gelernt, wenn eine Zeichenkette gleich Hallo ist, dann tue Dinge. Und hier können wir wieder sagen, Console.log, ja, die Zeichenkette ist Hallo. So. Was erwarten wir also, was ausgegeben wird? Wir prüfen, ist die Zeichenkette gleich Hallo? Okay, dann gebe das hier aus. Also ich erwarte jetzt, dass wir erstmal ja, die Zeichenkette ist Hallo bekommen und anschließend wir den Output bekommen, hey, du darfst auf gar keinen Fall durch Null teilen und ein Undefined hinterher. Das ist das, was ich erwarte. Jetzt gucken wir mal kurz, ob meine Erwartungen auch der Realität entsprechen. So, ja, die Zeichenkette ist Hallo.
Und jetzt kommen wir zu der Hausaufgabe. Wir wollen nicht mehr diese ganz vielen Funktionen haben. Wir hatten hier noch eine Funktion, die addieren hieß. Erste, zweite, ihr wisst, was ich meine. Dann hatten wir eine Funktion, die subtrahieren hieß, die multiplizieren hieß und die dividieren Funktion. Und wir wollen das Ganze jetzt zusammenführen zu einer Funktion. Also, nicht mehr vier Funktionen aufrufen, sondern wir möchten quasi als ersten Parameter dem Ding sagen, soll es addieren, soll es dividieren oder soll es subtrahieren. Multiplizieren hat gefehlt. Sondern wir wollen dem Ding quasi sagen, wir haben eine Funktion, die heißt rechne zum Beispiel. Also sagen wir mal Function rechne. Dann sagen wir, was machen? Erste und zweite. Genau so. Und jetzt könnt ihr das hier aufrufen. Ich gebe euch diesen Tipp nochmal. Rechne. Ich weiß, ich habe mich da oben vertippt. Nicht rechte, sondern rechne. Und dann sagt ihr hier sowas wie addieren. Und sagt dann, keine Ahnung, 11 plus 3. So. Und alles, was in dieser Funktion steht, das müsstet ihr jetzt quasi noch mal versuchen zu machen. Erinnert euch daran, man kann Zeichenketten vergleichen hier oben. Und addieren ist eine Zeichenkette. Und ihr wisst, wie generell so eine Kontrollstruktur funktioniert mit dem if, mit den geschweiften Klammern. Und mit diesem Wissen bekommt ihr das auf jeden Fall hin, euer erstes Programm zu schreiben, was auf jeden Fall ein kleiner Taschenrechner ist. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und wir sehen uns dann hoffentlich in einer Woche am 20. soweit ich weiß. Bis dann.